mal. Sehen Sie, Mr. Hauck, wir haben treue Helfer gehabt. Ganz Deutschland baut mit in Bonn. Vom Süden kommen zum Beispiel Möbel, Papiere und Farben nach Bonn. In diesem über 1000 Quadratmeter großen Plenarsaal des Bundestags treten nun in wenigen Stunden die 804 Mitglieder der Bundesversammlung zur Wahl des ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland zusammen. In diesen Raum hinein flutet, wie sonst wohl bis heute in kein Parlamentssaal der Welt, frei das Tageslicht. Hier ist die Wandelhalle, die noch viele bedeutungsvolle politische Gespräche hören wird. Die Möbel in dieser Halle kommen aus Werkstätten der alten Reichshauptstadt Berlin. Hier versammeln sich die Vertreter der Länder unter dem Bundesbanner und unter den Fahnen der 11 Länder der Bundesrepublik und dem Bärenwappen der Stadt Berlin. Auch bei den Mahlzeiten können alle 1000 Gäste dieses Raums mitempfinden, wie trotz des Lärms des Tagesgeschehens ruhig fließet der Rhein. Die große Terrasse am Stolzen Strom verläuft von dem Plenarsaal des Bundestages bis hinüber zum Sitzungssaal des Bundesrats. Angesichts dieses Schicksalsstroms sollte sich jeder Abgeordnete der weitreichenden Verantwortung seines Handelns bewusst werden. Man sagt, Sie seien der Vater der Bundeshauptstadt. Na, man sagt so. Wie lange geht's heute? Wie immer, bis Mitternacht. Ich will nur hoffen, dass sich mein Kind seiner wichtigen Aufgabe gewachsen zeigt. Deutschland soll hier wieder eingeschaltet werden in die große Politik. Wir kennen die Schwierigkeiten. Am völkerverbindenden Rhein ringen wir um den sozialen Fortschritt. So werden wir das Vertrauen der Welt wohl wiedergewinnen. Mr. Hauck, wir erleben einen denkwürdigen Tag. Heute wählt die junge Westdeutsche Bundesrepublik ihren Präsidenten seit 1932 zum ersten Mal wieder auf demokratischer Grundlage. Jakob Altmaier, Peter Altmaier, Dr. Amelungsen, Andresen, Dr. Anna Brink,
Frau Ansorge von Aretin, Arntgen, Dr. Arnholz. In aller Welt wartet man mit Spannung auf das Wahlergebnis. Ununterbrochen ticken die Fernschreiber. Alle Telefonleitungen im Bundeshaus sind besetzt. Die Rotationsmaschinen der Zeitungen laufen auf vollen Touren. Die Sprecher der Rundfunkgesellschaften stehen an den Mikrofonen und verkünden ihren Hörern das Ergebnis der Wahl. Haben sich am Abend dieses historischen Tages auf dem Rathausmarkt versammelt, um ihrem Präsidenten zuzujubeln. Männer und Frauen von Bund, wir haben den verfassungsmäßigen Akt zur Wahl des Bundespräsidenten vor einer halben Stunde erledigt. Wenn ich ein Professor bin, darf ich einen Augenblick die Geschichte treiben. Schauen Sie mal. Oh ja. Langsam mit dem Jüngelchen, sonst drückt ihr dem das Pfützchen noch wieder runter. Vorsicht, so. Vorsicht, so. Nun kannst du dein Stippepfützchen bald wieder zeigen. Nur weiter. Ja. Sehen Sie, das Brückemännchen kehrt zur Rheinbrücke zurück? Oh, da müssen wir dabei sein. Kennen Sie die Geschichte dieser kleinen Steinfigur? Wer kennt sie nicht? Wer nach Bonn kommt, besucht das Brückenmännchen. Ja, das Gärtchen ist weltberühmt. Hallo, an wen wird das Männchen die berüchtigte Aufforderung des Götz von Berlichingen in Zukunft richten? Tja, was soll man da sagen? Ach, darüber spricht man nicht, Herr. Sie gestatten, die Sache ist doch die. Vor 50 Jahren baute die Stadt Bonn schon mal eine Rheinbrücke. Und die Beuler drüben auf der anderen Seite hatten versprochen, sich an den Kosten zu beteiligen. Ja, das täten sie dann nicht. Nein, sie drückten sich um die Kosten. Also nach vielen Streitereien hin und her ließen die Bonner das Brückenmännchen darum seine Kehrseite nach drüben zeigen. Strafe muss sein, Sie verstehen, nicht wahr? Und wohin wird er nun in Zukunft der kleine Kerl seine, wie sagt man? Stippepfötchen. Richtig, Stippepfötchen richten. Passen Sie auf, haarscharf am Bundeshaus vorbei. Oh, ist das nicht ein bisschen rau? Na, oh, das machen wir mit rheinischem Schmirgel. Na, mit rheinischem Stolz und hängen noch um. Das geht noch ein bisschen zu weit. Ich glaube auch nicht, dass man das kann. Wir sind stolz darauf, dass es gelang, dieses Bauwerk in einer unwahrscheinlich kurzen Zeit zu errichten. Sie und Ihre Kameraden haben hier gearbeitet und vollendet. Sie haben auch den Anspruch, die Brücke der Öffentlichkeit zu übergeben und das Band zu durchschneiden. Thank you.
Schlachter. Na, so ein Barren wiegt immerhin 55 Kilo. Und die Kisten da auf dem Wagen? Das kommt darauf an, aber 200 Kilo bestimmt. Aha, ich möchte nicht, dass mir so eine Kiste auf den Kopf fällt. Das ist bei uns noch nie passiert. Man soll den Teufel nicht an die Wand machen. Nein, nein, bestimmt nicht. Oh! Entschuldigen Sie bitte, das ist noch nie vorgekommen. Können Sie nicht vorsichtig anfahren? Das sind doch keine Bettfedern, sondern Zinn und Blei. Ich habe ja nicht dahin, Herr, aber wenn ich schwache zwei Tag für Tag und wenn Sinn muss auch nachts ein 20 Tonner fahre, dann redet so ein Mann, wenn er eine kleine Kiste von 300 Kilo auf den Puckel nehmen soll. Die Frau steht ihren Mann. Aber 300 Kilo und dann so von oben, das ist doch etwas zu viel, ne? Hier wird gerade ein Abstieg gemacht. Oh, sehr interessant. Analyse 307 ist fertig. Danke, willkommen. Sie machen also von jeder Mischung eine Analyse. Natürlich. Wir arbeiten sorgfältig nach wissenschaftlichen Grundsätzen. In unserem Labor wird Tag und Nacht die Fabrikation überwacht. Für jeden Abstich werden hier die Metallanalysen gemacht und die Chemikalien für unsere Speziallötmittel Tinol und Fluidin werden hier überwacht und geprüft. Und nun ein Kupferguss. Das flüssige Kupfer entwickelt eine Hitze von über 1000 Grad. Mit der Gießpfanne wird das flüssige Metall in die Kokillen gegossen. Vorsicht, spritzt. Flüssiges Zinn wird in die Maschine gegossen. Dann verlässt der gefüllte Lötdraht in 8 mm Stärke die Presse und wird auf Spezialziehbänken bis auf 0,5 mm gezogen. Und dies hier ist der letzte Arbeitsvorgang vor dem Versand. Die Lötmittel werden geprüft, gewogen und verpackt. Die Flaggen der Bonner Farbenfabrik wehen in allen Erdteilen. Deshalb nehme ich es einen besonderen Grund, dass unsere Farben in der ganzen Welt so begehrt sind. Wir arbeiten nach einem von uns erfundenen Farbverfahren. So fängt das an. Hier das Papier und hier der Leim. Oh. Mit dieser Apparatur wird der Schleim oder Schmirgelkorn aufgestreut und verbindet sich mit Papier und Leim. In unzähligen Kilometern läuft nun das Schleif- oder Schmirgelpapier kulissenartig aufgehängt durch den Trockenraum. Fabrikreif wird es nun aufgespult. Rührwerk ist die eigentliche Produktionsstätte unseres Nikko. Auf die Mischung kommt es an.
Werkgeheimnis. Natürlich. Man muss ja nicht alles wissen wollen. Leben eben. Aha. Der romantischen Windmühle an der Aue entwickelte sich die Auermühle, heute eines der größten deutschen industriellen Mühlenwerke am Rhein. Wachszieherei.